So, und wenn Sie dann die Pflanze reinlegen, dann sehen Sie hier auch schon, passt immer noch nicht. Also müssen wir das Loch noch größer machen. Mein Name ist Klaus Fellbecker, ich bin der Leiter des Forstamts Groß-Gerau. Ziehen. Und gleichzeitig auch verantwortlich als Dienstleister hier für den Stadtwald Mörfelden-Walldorf, wo wir uns heute befinden. Wir bereiten heute hier die Bürgerpflanzaktion vor im Stadtwald Mörfelden-Walldorf an der KZ-Gedenkstätte. Eine Bürgerpflanzaktion, die von Seiten der Stadt initiiert wurde. Hier ist ein Kiefern-Altholz mehr oder weniger durch die Extremsommer der letzten drei Jahre 2018, 2019, 2020 so stark geschädigt gewesen, dass nahezu alle Bäume abgestorben waren. Teilweise durch Trockenheit, teilweise durch Pilzbefall. Wir haben hier schon ein bisschen eine Art Pilotprojekt initiiert. Heute die Aktion ist unsere erste ganz große Pflanzaktion mit Bürgerinnen und Bürgern. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, warum pflanzen denn hier so kleine Pflänzchen? Wir werden hier auf einer Fläche von rund einem Hektar 8000 Bäumchen pflanzen. Die Pflanzen sind schon hier vor Ort. Es sind 4500 Stieleichen, 1000 Winterlinden, 1000 Hainbuchen, jo. Gut. 1000 Schwarzkiefern, 500 Esskastanien und nochmal zwei kleine Partien, Elsbeere und Speierling. Jeweils 25 Stück, die hier auf der Fläche dann von den Bürgerinnen und Bürgern und von den Schülern in den nächsten zwei Tagen gepflanzt werden. Und mein Lieblingsbaum dabei ist die Esskastanie, weil man davon tatsächlich, wenn die Früchte reif sind, auch mal was naschen kann. Das ist ja hier eine städtische Waldfläche und natürlich sind wir als Stadt Mörfelden-Walldorf dafür zuständig, dass hier wieder vernünftig Wald wächst. Wir beteiligen hier die Bürger an dieser Aufforstungsaktion, weil das einfach dazugehört. Die Verbindung zwischen der Bevölkerung von Mörfelden-Walldorf und ihren Wäldern drumherum ist sehr eng. Es wurde selbst die Aufpflanzung finanziert durch Spenden. Das sind über 12.000 Euro zusammengekommen. Heute fangen wir an. Heute machen wir die Vorbereitung. Sind auch schon 20, 30 Freiwillige da, um die Fläche nochmal freizuräumen von Steinen und Holz, das noch darum liegt. Aber morgen kommen die ganz großen Aktionen. Da wird am Vormittag eine Gruppe von fast 100 Leuten da sein und am Sonntagnachmittag nochmal eine zweite große Gruppe mit über 100 Leuten. Und dann kommen am Montag noch die Schüler ins Spiel. Von unseren Grundschulen und von der Gesamtschule sind Schulklassen hier vor Ort, die dann auch da mithelfen, ihren Wald wieder hier herzustellen. 1, 2, 3! Wie kommen Sie denn dazu, jetzt Ihren Sonntag hier noch aufzubringen, hier noch zu helfen bei der Aufforstung? Ja, weil es mir ganz wichtig ist, dass es hier wieder vorangeht mit unserem Wald. Wir haben gesehen, wie groß die Schäden sind durch die Stürme und durch die Trockenheit. Insofern ist es mir wichtig, da einen Beitrag zu leisten. Genau. Dankeschön. Insofern, graben wir weiter. Als Teil der Öffentlichkeitsarbeit, dass man Präsenz zeigt, haben wir uns entschieden, auch an solchen Terminen teilzunehmen. Nachhaltigkeit ist natürlich ein wichtiger Begriff für die Jugendfeuerwehr und daher sind wir jetzt heute mit 8 Jugendlichen und 2 Betreuern hier. Das ist die Generation, die die größten Schwierigkeiten haben wird in Zukunft, damit umzugehen. Und je mehr der Bezug da ist, je mehr kann man kluge Entscheidungen treffen. Wir haben auch ziemlich viel gelernt jetzt schon, wie man die Bäume einpflanzt, auf was man achten muss, wie die Bedingungen sein müssen. Und das finde ich super, das ist eine klasse Aktion. Ja.